werden. Gezielt, ich weiß es nicht, ne, das kann ich jetzt, ich vermute, also das, was ich jetzt so gehört habe, dass es zum Teil Kriminelle sind, und auch Leute aus dem Knast, die dann extra hier in Europa reingeholt werden. Ja, natürlich, die müssen ja Gesetze erlassen und das geht nicht mit den Deutschen, die ihr Leben einfach in Ruhe leben. Sie Ja. brauchen natürlich gewaltbereite Menschen, die anfangen hier ohne Ende Theater zu machen und die Ja. Politik dann sofort schaltet und Hardcore-Gesetze erlässt, indem auch der Polizei erlaubt wird, scharf zu schießen. Warte mal. Mein Kollege wurde doch damals fast abgestochen von so einem Palästina oder von so einem Syrer. Ich war live dabei, ich habe es in meinen eigenen Augen gesehen. Das war so, wir waren, da war ich nicht wiedergeboren, das war da, wo diese ganze Flüchtlingswelle hier reingekommen ist, ne? Die sind auf uns zugekommen, Amir, und haben einfach ohne Grund gemobbt. Einfach so. Und wir dachten uns, guck mal, Amir, sie waren lebensmüde. Wir waren 8, 9 Leute und die waren gerade mal zu zweit. Musst du dir mal vorstellen, dass sie zu uns kommen und so mucken. Ey, was guckst du? Was ist los? Ein Waren die Problem? besoffen? Wie bitte? Waren die besoffen? Nein, die waren nicht besoffen. Die haben 2 Messer gehabt, die beiden. Und der eine hat das Messer gezogen und ich habe den so weggetreten, also TikTok sportlich, und die Polizei ist dann gekommen. Und wir hatten Glück gehabt, dass die dann nicht, dass die uns nicht gestochen haben. Wir konnten uns gut verteidigen, aber die Polizei, ne, hat die verhaftet und haben die direkt freigelassen. Direkt, muss ich dir mal vorstellen. Heftig. Wollen uns stechen und die Polizei lässt die gleich wieder frei. Das ist so krank, Armin. Das ist so, das darfst du niemandem erzählen. Wahnsinn. Ja, ich sage ja, das wird alles noch ultra schlimm werden. Ne? Die Leute müssen sich auf eine Zeit vorbereiten. Ne? Das ist, ja, wenn das ganze System mal zusammenbricht und. Ich habe ja mit meinen eigenen Augen gesehen, wo Flüchtlinge, eine Deutsche, einfach eine Zigarette ins Gesicht ausgedrückt haben. Das war so heftig. Also das war richtig heftig. Einfach so eine Frau bedrängt, weil sie Rock getragen hat und es war ein bisschen offen, sind die hingegangen und haben direkt, es war heftig. Also ich fand das schon sehr schockierend. Aber ich wünsche mir, dass diese Leute auch zu den Herrn Jesus kommen, ne? Dass diese ganzen Flüchtlinge auch den Herrn Jesus kennenlernen. Dass sie auch umkehren, dass wir diesen Menschen das Evangelium verkündigen, damit auch diese Menschen gerettet werden. Ne? Sie brauchen auch Vergebung ihrer Schuld. Ja. Diese Menschen brauchen genauso den Herrn Jesus Christus wie jeder andere. Guck mal, du bist ein Hassprediger und ich sage gerade, die brauchen den Herrn Jesus. Siehst du das? Hassprediger und ich sage, die brauchen die Liebe Gottes. Merkst du was? Traurig. Ja, das ist so krank, das ist so kaputt. Weil wir lieben unsere Feinde, Muslime. Wir lieben euch. Wir lieben euch. Ihr könnt von morgens bis abends uns beleidigen, ohrfeigen. Ihr könnt sogar hier ins Land kommen. Wir segnen euch. Wir sind himmlische Bürger. Wir sind dieser Welt abgestorben. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir haben keinen Nationalstolz. Und wir können auch diese Welt nicht mehr retten. Wir wollen Seelen retten. Nicht die Welt retten. Wir wollen Seelen retten für das Evangelium. Selbst die Muslime, selbst die liberalen Muslime haben überhaupt gar keinen Bock auf noch mehr Flüchtlinge, ne? Ja. Du musst dir mal, ja, sogar die Frauen, Die haben sogar keinen die, Bock auf diese ja, aber sogar Syrer und die, ja, Afghanen aber und sogar was die weiß ich, wer da muslimischen alles kommt. Frauen, Amir, sogar die muslimischen Frauen, sogar die sagen sogar, dass wir nachts nicht mehr rausgehen können normal, weil Ja, die das ist wissen, wir echt, ja, erwarten. natürlich, die kriegen auch Angst vor ihren eigenen Glaubensgeschwistern, weil die einfach völlig einen ultra schlimmen Geist in sich haben. Ne? Ja. Die kommen also von Ländern, die ultra schlimm in Sachen so der sowieso der Frauenrechte sowieso erstmal und wo die Hemmschwelle auch ganz, ganz locker ist. Ne? Und dann kommen die hier nach Deutschland und sehen die, was ist das denn hier? Das ist für die eine neue Welt. Und dann, Wenn der Hass drin ist, ist es schwer, Liebe zu bringen. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Umkehr. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. genauso sieht es Die denken, ja, die kannst du vergessen. Nein, 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 der Herr Jesus ist ungefähr. für diese Leute auch gekommen. Auch für diese Leute. Wer sind wir, dass wir entscheiden können, dass diese Leute verhärtet sind? Ja, du siehst ja, ne?
was der, wie der allmächtige Gott wirkt, ne? Und wie der auch Menschen verändert. Und wenn einer in wirklich wiedergeboren ist, dann merkst du auch diese Liebe, diesen Demut, du merkst diese Veränderung. Es hat wirklich was stattgefunden. Dieser Mensch demütigt sich, weißt du? Amir. Der Amir, bist du noch da? Amir ist auch weg. So. Der Armee schläft schon lange, ne? Solange es nichts mit dem Islam und Terror und Explosion und sowas ist, dann schläft er sofort ein. Der braucht halt seine Nahrung. Der braucht diese Explosion und Allah Akbar und dann wacht er auf und sagt er sofort, jetzt zeige ich euch Hadith. Dann holt er sofort ein Hadith raus, mitten im Schlaf. Ja, schade. Eigentlich dachte ich, es kommt noch irgendein dicker Fisch hoch. Irgendein, ja, dicker, fetter Promi. Ja, aber ein dünner Fisch, der Dicker auch fast Fisch. verhungert ist, ist uns auch Ich lieb. will das Ido hoch. Ich würde mal gerne mich Ein dünner freuen. Hering. Ja. Ich würde, Eresa, was meinst du, wenn so ein Sido hier? Reza, Reza, weißt du, wer mir heute eine Met-Anfrage geschickt hat, dieser Demirci oder wie der heißt, den ihr auch da am Exposen seid? Ach so, Ufuk. Ja, genau, wer ist Ja, das? das ist der ja, ne? Wo der mit Blut beschmiert ist im Kelch und so, Blut. Ja, der hat mir heute eine Match-Anfrage geschickt. Da wollte er direkt mit mir Match machen. Guck mal, der. Ja, dann geht es nur um diese Um Geldmacherei. Geld, ne? Da geht es Ja, nur um Kohle. natürlich. Natürlich. Ja, so ist es. Aber der Mann hat es faustdick hinter den Ohren. Kennst du die Videos von Dennis über ihn? Damit? Kennst du nicht? Ne. Ja, der ein Auge gießt ohne Ende auf sein Profil. Und Ja. dann ein Bild hatte, wo er mit Blut beschmiert ist. Und da hatte so Blut in einem Kelch, wo der sein Finger da reintaucht. Ey, das sieht so verstörend aus, ne? Das, guck mal, ich zeig dir das, Armin, ich zeig dir das, ich zeig dir einmal, was passiert ist, ja? Der hatte einen Anfall mitten im Livestream bekommen, einen Anfall, komplett dämonische Besessenheit. Und ich zeig dir jetzt mal was. So heftig, guck dir das mal an. Mitten im Live, einfach so hat er einen Anfall bekommen. Warte. Guck mal hier. Wer ist denn dir? Kannst du bitte eine andere Frage stellen? Ich will nur wissen, wer in dir ist, Ufuk. Nee, Wie ich spreche ich bin da? überhaupt worden. Bitte, kannst du eine andere Frage stellen? Das ist so heftig. Los mal mit einer anderen Fragestellung. Wer ist? Guckt euch das doch mal an, das ist doch Boah. nicht normal. Heftig, ey. Ist das krass. Der ist ja komplett dämonisch besessen. Hast du gesehen? Einfach so, Amir, der Bruder fragt ihn, Ufuk, ist da jemand so in dir drin, ne? Und dann auf einmal kriegt er so, ja, der dreht Hast du auf noch einmal mal richtig. Screenshots, wo der jetzt an seine Augen komplett Vielleicht eine hat er auch, Spange vielleicht setzt? hat er, ich denke, als er den gefragt hat, hat er sich bestimmt gedacht, oh mein Gott, Döner mit Zwiebeln, oh nee, das ist nicht gut, da hat er direkt einen Anfall bekommen. So, Warte ganz kurz, Arme, warte. Jetzt zeige ich Arme mal den Mal, guck mal Screenshot. sein Warte. Gesicht und seine Döner Augen. ohne Soße, da kriegt er direkt einen Anfall. Warte ganz kurz, ich muss Arme den Screenshot zeigen. Der hat an Döner gedacht. Döner 8 Euro ohne Schafskäse. Hast du den Dämon gesehen, der bei Slam Shemun, dieser Moslem, der mit Dämonen besessen war, auf einmal kommt der Dämon aus ihm raus? Ja, heftig. Oder sagte so: Ich werde deinen Sohn besessen machen. Ja.
Das ist grauenhaft, auch die Stimme, genau dieselbe Stimme wie in dem Film Exorzist von dem und das Mädchen von dem Dämon besessen. Genau dieselbe Stimme. Was hat, wo denn, wo denn, wo denn? Gib mal einen bei Suchleiste Sam Shamoon und dann Demon, Demon, Demon. Schick mir das mal, warte, weil ich suche gerade dieses Bild. Lisa soll mir das mal senden, weil ich suche gerade dieses Bild, weil ich will das, ich muss das den Amir zeigen. Oh, wo ist denn jetzt das Bild? Wer ist denn dir? Warte ganz kurz. Ja, das haben wir schon mal. Ja. Okay, ich habe das Bild jetzt. Moment. Ja, ich weiß, ich mache den ganz kurz wieder normal. Anzuhalten. Ich glaube, ich gehe jetzt auch schlafen. Ich schlafe gleich ein. Ich kann nicht mehr. Warte, warte, Ami, ich will dir noch ganz schnell das einmal zeigen. Wait, wait. I want to show you something. Nein, Leute, ich kann nicht mehr. Ich bin am Sterben. Oh, ich finde das Bild gerade nicht mehr. Schade, ich hätte das Arme Zeit. Schade. Boah, wenn jetzt Hamdi reinkommen würde, ich würde sofort rausgehen, weil dann wäre ich ja wieder aufgepäppelt. Da habe ich gar keinen Nerv für.
Das wäre für mich wieder das ist sehr, sehr schlimm. Der würde sofort Knockouts geben. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe keine Lust mehr auf Knockouts. Das ist mir schon wieder viel zu viel. Aber was sagst du eigentlich zur Debatte mit diesem Samra gestern? Das war ja, das ist doch nicht mehr normal, ehrlich. Wie oft er den Mohammed beleidigt hat. Unbewusst, wie er den Mohammed vernichtet und beleidigt hat. Ne? Unglaublich. Allein Ja. das mit dem Fürst der Welt, ne, hat mir so, ey, ich war so schockiert, als er gesagt hat, dass Mohammed der Fürst der Welt ist. Ja, der hat Der sich einen Fürst Knockout der Welt. gegeben. Ja, und Der hat sich aber so eingebrochen. der Marvin hat sehr gut geantwortet. Ne? Man hat gemerkt, dass er intellektuell sehr weit überlegen war. Ne? Auch allein hier mit den ganzen hebräischen Begriffen, wie er das auch gut gemacht hat. Ne? Hammer, super gemacht, echt. Ja, damit hat er nicht gerechnet, ne, dass er sich so gut vorbereitet hat, der Marvin. Ne? Sogar die Muslime haben gesagt, was hat der Hamdi da getan, der Samra da getan? Die waren ja live und haben gesagt, oh Mann, der hat sich blamiert. Das haben sogar einige Muslime gesagt. Ja. So, Leute, ich gehe jetzt raus. Ich bin todestot. Hey, ich kann nicht mehr. Na gut. Gott segne euch, ihr Wundervollen. Haltet immer am Ende Jesus Christus fest und wir sehen uns, so Gott will, morgen und wir noch leben. Ne? Erste Knockout, zweite Knockout, dritte Knockout. Genau. Jesus ist Herr und alle anderen Wege um ihn herum sind eine Lüge. Amen. Amen. Gute Nacht, ihr Wundervollen. Gute Gute Nacht. Also, Gott ist, ja. Ja, da hatte noch einer eine kurze Frage, Resa. Dann machen wir die noch und dann gehen wir auch, ja? Ja. Danach ist Schlafenszeit. Wir waren hier genug lange. Ja. Ist auch hier Schlafenszeit. Vielleicht meinte, lass mich ausgeredert sein. Er will geredert werden, der Hamdi. Lass mich reden. Hallo? Lass mich reden. Gottes Wegen, meine Lieben. Hi, Gottes Wegen. sehen die auch, Hi. ne? Hi. Ich hatte drei Sachen, aber wir machen jetzt nur zwei Sachen, weil Ami jetzt schon nicht mehr da ist. Das sind auch nur kleine Fragen. Zum einen meinst du ja vorhin, dass du kein, also zu Resa, dass du kein Laodicea geschafft hast, bisher umzukehren. Und da habe ich mich mit meiner Freundin gefragt, was ist ein Laodicea? Laodicea bezeichnet der Herr Jesus in Offenbarung Kapitel 3 ab Vers 16 die letzte Christenheit vor dem Zusammenbruch, also und der Beginn der Apokalypse. Ah, okay. Die nennt er die Laodicea, die lauwarmen, weder heiß noch kalt, sondern lauwarm. Und dann sagt er, weil ihr weder heiß noch kalt seid, sondern lauwarm, spucke ich euch aus meinem Mund. Okay, also die lauwarmen Christen kann ich mir merken. Ja, genau. Okay. Und eine zweite Frage ist, warum hat damals Jesus dem Teufel erlaubt, über die Erde zu herrschen? Weil die Sünder nicht den Herrn Jesus, also die Heiligkeit über sich akzeptieren würden. Die würden nur einen ihresgleichen als Obrigkeit akzeptieren. Verstehst du? Wenn du jetzt den Leuten da draußen sagen würdest, ist keine Alkohol mehr, kein Disco mehr, kein Party mehr, kein Sex vor der Ehe und so weiter, das wird jetzt verboten und der König darüber, der das erlassen hat, ist Jesus Christus. Was würden die Leute machen? Ja, die werden sich wahrscheinlich nicht dran halten, ne? Oder? Ja, oder rebellieren, ne? Ja, rebellieren. Ja, genau, weil der Sünder die Sünde liebt. Und deswegen hat der Herr diese Welt in die Hände des Satans gegeben, dass der Satan halt über die Sünder herrscht, bis der Herr Jesus wiederkommt und ihm das entreißt. Und bis dahin sollen die Gesinnungen offenbar werden. Die Kinder Gottes sollen offenbar werden und die Kinder des Teufels sollen offenbar werden. Okay. Ja. Aber wenn der Herr Jesus zurückkommt und sein im tausendjährigen Reich regiert als König der Welt aus Jerusalem, dann da gibt es auch für die Leute, die rebellieren, die Todesstrafe.
Da kann keiner mehr rebellieren gegen das Friedensreich des Messias. Okay. Mit dem Satan, mit dem Rebellen zusammen gegen den Herrn Jesus am Rebellieren, das ist in Ordnung. Bis der Jesus zurückkommt. Der Jesus gibt ihnen Gnadenzeit, sich nicht auf der Seite des Satans zu stellen, auf der Seite der Welt und Teufel, der die Welt beherrscht, sondern auf die Seite des Herrn Jesus Christus und der Heiligkeit. Ja, okay, cool. Dankeschön erstmal. Ich habe auf jeden Fall noch viel zu lernen und viel zu Ja, lesen wir und alle. Aber Predigten Olli, zu du bist ja hören. bei uns in der Gruppe, ne? Genau. Da Ja, kann ich auch immer meine ja. Fragen loswerden. Und ja, ich bin noch am Anfang meines Weges sozusagen und habe noch viel zu lernen, viel zu lesen, viel zu hören. Ja, Ja, genau. wir alle sind auf dem Weg und am Lernen, ne? Jo. Alles Wir klar, alle das auf war's schon dem von mir. Ja, Gottes Segen. Ich wünsche euch Ja. gute Nacht, Gottes Segen Jo, und ja, bis danke dann. dir auch. Das war, jemand hat geschrieben, blauwarme Christen können auch Wiedergeborene sein. Nein. Entweder wiedergeboren oder lauwarm. Denn Wiedergeborene speit der Herr Jesus ja nicht aus seinem Mund. Das sind die Kinder Gottes. Ja, genau. Und dass der Herr Jesus sagt, ich bin draußen. Ja, der Herr Jesus ist bei einem Wiedergeborenen nicht draußen, sondern er wohnt mit in uns. Mit seinem Heiligen Geist. Er Da ist hat nicht jemand eine draußen. Frage wegen das Totenreich. Kannst du mir was über das Totenreich sagen? Ja, also das zum Totenreich gibt es einige Stellen, aber die beste Stelle ist immer noch in Lukas Kapitel 16, und zwar die Begebenheit mit dem armen Lazarus und dem reichen Mann. Beide sterben und kommen in dem Totenreich. Der Lazarus kommt in den Bereich, wo die Erretteten sind, nämlich im Schoß Abrahams. Das ist ein Bereich im Hades, im Totenreich. Dort werden die Erretteten sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, also im Schoße Abrahams, dann getröstet. Und dann gibt es aber für die Nicht-Erretteten auch einen Bereich im Hades, im Totenreich, das ist der Sheol, der Ort der Qual. Ja. Dort werden die gefangen gehalten bis zum Tage der Auferstehung, bis das Gericht, das Endgericht starte. Bis dahin werden die dann halt im Ort der Qual, im Hades, aufbewahrt. Ich hatte doch noch zwei Fragen. Hi. Ja, bitte. Und zwar habe ich mir letztens eine Predigt angehört von Roger Libby über das Thema Hölle. Ja. Und da hat er auch aus Lukas zitiert, und das war mir auch völlig neu. Und da hat er nämlich gesagt, dass Abraham im Himmel war und ein Reicher in der Hölle. Und dann gab es auch eine Art Kommunikation zwischen den beiden. Nee, 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 der Totenreich ist nicht, es ist keiner im Himmel. Das Totenreich ist in der Erde. Okay. Der Schoß Abrahams und der Sheol sind beide Bereiche im Hades, im Totenreich. Ach so, habe ich das falsch Die, verstanden wahrscheinlich. ja, genau. Die Erretteten sind im Schoß Abrahams und die Nicht-Erretteten, die Verdammten, die werden bewahrt im Sheol, im Ort des Quals, des Feuers. Und bis das Endgericht kommt. Bis das Endgericht kommt, okay. Weil Genau, da haben die wenn ja noch alle Menschen miteinander. vor dem Herrn stehen werden, um gerichtet zu werden, die je gelebt haben. Genau, und da habe ich mich auch gefragt, weil das auch neu für mich war. Auch die Wiedergeborenen werden ja vor dem weißen Thron sein und da auch sozusagen. Ja, aber wir kommen nicht in das, wir kommen in ein Preisgericht, wo wir im Lohn empfangen werden für unsere Werke. Wir kommen nicht in ein Gericht, wo wir gerichtet werden, wie die zum Beispiel nicht errettet sind, für die Verlorenen, die den Herrn Jesus abgelehnt haben. Die kommen in das ewige Gericht, wo dann sozusagen die verloren gehen dann, wo der Herr dann das Urteil über sie spricht und sie dann in den Feuersee wirft. Okay. So. Es geht um die erste Auferstehung. Glückselig sind die, welche bei der ersten Auferstehung dabei sind, also bei der Entrückung, wo die Toten zuerst aufstehen, dann die Lebenden zusammen entrückt werden in den Himmel. Ja. Bis jetzt ist keiner im Himmel. Alle warten, also im Totenreich,
warten die Erretteten noch auf die Entrückung zusammen mit uns. Wenn wir jetzt entrückt werden, wir, die noch leben, also sagen wir mal, du, ich und die ganzen Geschwister, die noch leben, zusammen mit den Toten aus dem Hades, wir bekommen alle ein Auferstehungsleib und werden zusammen entrückt in den Himmel zum Herrn Jesus Christus, zu unserem Bräutigam. Da wird die Braut Christi zum Bräutigam gehen, zum Hochzeit des Lammes. Ja, okay. Ja. Zur Ja, aber Hochzeit des manche, Lammes. viele sagen halt auch, das sind halt die auch wahrscheinlich Irrlehren, viele sagen halt, man ist direkt bei Jesus. Ja, der Herr Jesus sagt ja eben zu dem Schächer am Kreuz, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ja, der Herr Jesus ist im Paradies auch. Ja. Ja, hast Ja, du. der Herr Jesus ist auch im Himmel. Ja. Ja, also das ist nicht im Himmel. Jetzt. Also beides sind, also sowohl Schoß Abrahams als auch der Sheol sind in der Erde. Ja, na gut, wollen wir auch den Stream jetzt beenden, Resa? Es ist Ja. schon spät, dass wir auch Ja. bitte schlafen. Ja. Na gut, dann wünsche ich euch allen gute Nacht, Gottes Segen. Gute Nacht, Gottes Segen. Gottes Gottes Segen, dem Herrn Segen. ist anbefohlen, glaube ich. Ja, dann wünsche ich euch allen gute Nacht. Danke, dass ihr hier den Stream geteilt und geliked habt. Auf jeden Fall, wenn jemand noch nicht von neu geboren ist, dann entscheide dich heute für den Herrn Jesus Christus. Geh auf deine Knie und frag doch mal Gott, Gott, wer bist du? Zeig dich mir oder ja, komm doch in mein Leben. Und wir werden sehen, wer sich da meldet, wenn du vom ganzen Herzen anrufst. Amen. Ja. Amen. Dann gute Nacht, Gottes Gute Segen Nacht und wir noch, hören uns. Leben. Ciao, Gute ciao. Nacht. Ciao, ciao. Ja, ciao, ciao.